Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Andrea von Stempel & Co. Und es gibt heute wieder eine Karte mit einem Fach mit Briefumschlag, in dem ihr ein Geldgeschenk überreichen könnt. Also der Briefumschlag wird hier eingesteckt und im hinteren Feld Fach ist eine Einsteckkarte. Da habt ihr genügend Platz für eure persönlichen Grüße. Das Ganze ist mit Designpapier gestaltet. Ich zeige euch kurz, mit was ich gearbeitet habe, und dann legen wir auch schon los. Auf meinem Tisch lagen heute die romantischen Ranunkeln, sorry, mit den Stanzformen, und ich habe hier die große Blüte verarbeitet und einen Spruch dazu gewählt, und zwar hier zum Geburtstag. Da das recht filigran ist und auch hier oben schon recht zart gestempelt ist, habe ich mir hier so in Blockschrift noch das zum Geburtstag ausgesucht, weil es eben schön Kontrast bildet. Dann lege ich das zur Seite und hole mir hier mein Papier. Das Papier ist ein Gastgeberpapier, was im aktuellen Jahreskatalog noch enthalten ist auf Shoppingvorteile. Also es ist nicht mehr lang zu haben. Dann habe ich mir die Klebebögen zur Hand genommen. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber für filigrane Ausstanzungen ganz, ganz super. Das heißt, ihr schneidet euch von diesen Klebebögen ein Stückchen ab, klebt es ganz einfach auf Farbkarton und kurbelt dann durch. Das ist wie doppelseitiges Klebeband, nur eben in Bogenform. Sehr zu empfehlen für filigranes. Und dann hat man nämlich kein Gefutzel und keine Kleberreste mehr. Man zieht es ab wie ein Aufkleber und klebt es einfach auf. So, aber ich würde sagen, wir starten einfach erstmal mit der Grundkarte. Ihr holt euch ein Designpapier eurer Wahl. Natürlich den Papierschneider. Und wir schneiden uns unser Papier zu. Passt auf vom Zuschnitt her, nicht, dass irgendwas am Kopf steht. Da müsst ihr bitte ein bisschen drauf achten, dass das hier vom Muster her passt. So, bei mir ist es egal vom Muster her, ich lege jetzt einfach ein und schneide mir das Ganze auf 21 cm. Drehe um und kürze es mir auf der langen Seite auf 29,6. Ich habe es für eine Standardkarte gemacht, deswegen dieses krumme Maß. Wir haben praktisch 21, 29,6 und jetzt wird einfach mal mittig überall gefalzt. Sprich, wir falzen bei 14,8. Und bei 10,5. So. Na, ich glaube, ich lasse die Seite. Das ist angenehmer wie dieses hier. So, und jetzt wird es erstmal geschnitten. Wir haben jetzt hier unsere vier Rechtecke. Und jetzt nehmen wir uns die oberste Falz. Ich zeige es mal. Wir haben hier eine Falz und haben hier eine Falz. Sprich, wir schneiden uns jetzt hier diese Ecke ab. Aufpassen, es blendet vom Licht. Das eine schon ausgemacht. Ich lege es mir ganz einfach in den Papierschneider. Ich habe hier oben einmal die erste Falz, habe hier unten die zweite Falz. Die wird genau in meine Schneideleiste eingelegt und abgeschnitten. Nummer 1. Also wir haben rechts oben die Ecke abgeschnitten. Jetzt legt ihr euch das wieder auf 14,8 an. Ich bin im Bilde, jawohl. Und suche mir den Mittelpunkt hier. Und schneide nach unten. So, und jetzt müssen wir so die Diagonale rausschneiden. Von hier nach hier. Das heißt, ich knicke mir als allererstes das nach hinten um. Ich
Ja, also wir müssen hier ran und hier. Und dann knicke ich mir, sonst passt es nämlich nicht im Papierschneider, nach hinten und nach oben falte ich mir das weg. Und dann wird es so abgeschnitten. Ja, zur Mitte hinschneiden, das wir mal jetzt weggeknickt haben. Das heißt, ich lege es hier oben ein, lege hier unten ein und schneide es ab. Und jetzt öffne ich das Ganze und zeige es euch, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. So sieht unser Papier aus. Unten, also es wurde praktisch einmal oben abgeschnitten und einmal unten abgeschnitten. Und so. Ja, also hier rausgeschnitten und hier rausgeschnitten. Immer von einer Falz zur Ecke. Oben Ecke und hier die Falz und hier die Ecke. So, das kommt zur Seite. Falzbein. Jetzt könnt ihr noch überlegen, in welche Richtung ihr das Ganze natürlich falzen wollt. Wollt ihr schwarz-weiß sehen? Wollt ihr Farbe sehen? Jetzt gestaltet ihr euch oder legt ihr euch euer Designpapier so, wie ihr wollt. Die untere Ecke wird nach hinten geklappt. Eins wird zur Seite geklappt. Legt es euch schön bündig aufeinander, zieht es mit dem Falzbein nach. Und dann wird wieder nach oben geklappt. Und das macht ihr jetzt bitte in dem Design, wie ihr wollt. Ich hatte eben einmal schon die andere Richtung und dachte mir, ich mache jetzt noch eine zweite gegengleich. So. Und schön anstreifen und passend legen. So. Ihr seht, ich habe es genau gegengleich jetzt und jetzt klebe ich. Flüssigkleber, Klebeband, wie ihr wollt. Ach, wir stanzen noch, tun wir uns leichter. Ich muss hier oben noch ausstanzen, meine Öffnung. Das heißt, ich markiere mir kurz die Mitte 7,4 . Ich habe die Stanze und ihr seht, könnt ihr vielleicht auch, ist ein guter Tipp, ich habe mir hier die Mitte markiert, einfach mit Edding, dann weiß ich, wo ich mal anlegen muss. Ich öffne mir das Ganze wieder, suche mir hier meine Markierung, gehe auf die von rechts und links mittig und auch auf die Markierung und stanze mir das hier oben aus. So. Und jetzt klebe ich. Ganz dünnen Rand. Je nachdem, wie breit ihr klebt, könnt ihr später eure Einsteckkarte machen. Macht nicht so viel, sonst quillt es euch raus. Und versucht möglichst nah am Rand den Kleber aufzubringen. Ich glaube, ich habe schon wieder ein bisschen zu viel. Ich werde es gleich merken. Vorsichtig anstreifen. Und dann kann man es auch noch ein bisschen passend ausrichten. So, ich streife es mir nochmal an. Ihr klappt das Ganze wieder auf. Jetzt brauchen wir am unteren Rand hier Kleber. Ihr seht es, jawohl. Bis zur Falz. Zuklappen. Anstreifen. So, jetzt klappe ich nach unten und schließe mir diese Seite noch. So
Somit habe ich meine Karte, meine Grundkarte fertig. Genau. Jetzt machen wir praktisch die Einsteckkarte hier. Und dann gibt es diese kleinen Umschläge in 3x3 Inch. Die passen natürlich hier perfekt rein. Könnt ihr euch noch ausmitten. Kommt jetzt auch wieder darauf an, wie weit ihr unten geklebt habt. Müsst ihr mal gucken. Genau. Ich habe auf dem Umschlag einmal nur für dich gestempelt. Das tue ich jetzt auch. In Schiefergrau. Aufpassen, dass ich die richtige Seite habe. So. Dann stecke ich das ein. Wäre Nummer 1. Und dann habe ich vorgeschnitten in Farbkarton und in Grundweiß. Da müsst ihr jetzt gucken. Ich habe jetzt 13 x 9,8, aber messt bitte nach, weil es sollte, ich muss auch hier nochmal versuchen, aber es passt. Das kommt darauf an, wie ihr geklebt habt. Ja, also bitte erst nachmessen und dann zuschneiden. Oder nochmal nachschneiden. So, dann habe ich hier den Stempel, den setze ich mir unten drauf. Und zwar orientiere ich mich da. Wieso habe ich heute so einen Schatten? Einfach nur so in die Ecke. Und das Ganze klebe ich jetzt auf. Auch mit Flüssigkleber. Jetzt habe ich den Papierschneider und jetzt könnte ich vielleicht hier oben nochmal mein Licht anmachen. Ich mag bloß immer nicht, wenn das sich so spiegelt. Einmal aufgeklebt. Dann stecke ich das ein, das Ganze. Na. So. Steckt es euch ein. Und jetzt markiere ich mir hier auch so die Mitte. Hol mir meine Crocodile-Lochzange, was auch immer ihr nehmen wollt. Und einmal gestanzt, wo ich mir das markiert habe. Ein Stückchen Band, was farblich dazu passt. Einmal durch. Und zurechtgezuppelt. Könnt auch eine Kordel nehmen. Also wie gesagt, schaut, was ihr in eurem Fundus habt, was dazu passt. Das verwendet ihr einfach. Dann ziehe ich mir das hier oben noch ein bisschen an. Und schneide es mir passend. Gar so groß ist. Jetzt habe ich es wahrscheinlich zu kurz geschnitten. Aber jetzt kann ich noch ein bisschen nachziehen. So, ich stecke es mir oben wieder ein. So, und dann habe ich ja hier schon gekurbelt und aufgeklebt. Das setze ich mir einfach hier mit Flüssigkleber auf. Und meinen Spruch klebe ich mir mit Dimensionals. Halt, ich habe die
Ich habe hier noch meine alte Fähnchenstanze. Ihr könnt es natürlich auch mit der Hand schneiden oder mit einer anderen Fähnchenstanze. Da nehme ich mir einfach noch die Ecken ab. Die Seiten, dass es eben so Fähnchen wird. So. Dann klebe ich mir hier meine Dimensionals auf. Die ziehe ich mir ab und klebe es drauf und dann haben wir schon geschafft. Halt, ein paar Glitzer können wir noch drauf machen. Glitzer geht immer. So. Und ein paar Steinchen. Und schon haben wir es fertig. Das wäre es. Also ihr seht, sie wirkt ganz anders, wenn man das Design in die andere Richtung klappt. Jetzt könnt ihr entscheiden, was euch einfach lieber ist. Mehr Farbe oder einfach mehr Schwarz-Weiß. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar, über ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Donnerstag im Live-Basteln. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.